Schönen guten Morgen heute zusammen. Jetzt zum Webinar Forex Pro Systeme Live Trading mit bekanntlich Thorsten Helbig. Ich bin gespannt, was der Thorsten heute Morgen zaubern wird. Ich hoffe, Sie natürlich auch alle. Bevor ich den Bildschirm an Thorsten übergebe, wie immer einmal der Risikohinweis. Ganz wichtig, das Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Ja. Sie müssen im Endeffekt immer Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Und bitte verstehen Sie jetzt nicht, wenn der Thorsten gleich ein bisschen hin und her tradet, das Ganze als Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Ja, das ist ganz wichtig. Gut, das war's soweit von mir. Falls Fragen sein sollten, ich bin im Hintergrund. Thorsten, sag einfach Bescheid. Du hast ja sonst immer alles perfekt im Blick eigentlich. Naja, fast alles. Ich würde dir einmal den Bildschirm jetzt geben. So, zack, zack. Ja, mal gucken, welchen wir nehmen. Wir nehmen mal den hier. Gucken, ob das geht. Ja, sehr gut. Da sieht man dich auch schon. Ach du Scheiße, ihr armen Schweine. Top gestylt. Ja, jetzt wisst ihr mal, wie mir das jeden Morgen geht im Spiegel, ne? Ja, der eine oder andere versteht mich, glaube ich. Guten Morgen in die Runde. Ja, genau. 80er Jahre hat man mir gesagt. Das sind nicht 80er Jahre. Ne? Das Hemd sieht das dran aus. Wenn ihr nochmal über mein Hemd meckert hier, ne? Jungs und Mädels, ne? Dann mache ich das nächste Webinar nackt. So, das wollt ihr nämlich nicht. Siehst du, geht doch. Schon will man sich bessern. Ja, womit starten wir heute? Den Jungen hier, den nehmen wir uns zum Schluss auf, okay? Andreas schreibt gerade, schlimmer als meine Charts. Nein, mein Lieber, schlimmer als deine Charts geht nicht. Überhaupt nicht. Du mit deinen Charts, mit deinen Linien, mit deinen Wolken, mit deinen Kästchen, mit allem drum und dran. Du treibst ja mit jedem Papagei in Freitod, mein Freund, ne? Und Lutz, du machst ja auch gerade keine Freunde. Naja, hab's schon verstanden. Okay, wir schauen uns diesen Jungen hier mal von gestern an. Wir starten mit dem Euro. Und ich habe gerade gelesen, der Florian kann mich gerne verbessern. Aber da stand gestern irgendwas mit dem Risikohinweis, stand irgendwas von 81,08% der Händler verlieren Geld in diesem Markt. 81,06, genau. Oh, Entschuldigung, habe ich mich um 0,02 vertan oder so? Ah, alles gut. Okay, 81,06. Wenn man sich unser Bild gestern anguckt, ging es uns, ich sag mal, fast ähnlich. Ich habe jetzt noch nicht ab oder habe es gestern nicht gemacht und habe es genau auseinandergepoolt, aber der Euro, das war unser Plan gestern. Wir wollten gestern ein bisschen hoch an die circa 1,1865. Dann haben wir hier einen Pfeil reingemalt. Ich hoffe, den sieht man. Ein Pfeil reingemalt. In diesem Bereich hier wollten wir shorten, aber in diesem Bereich an der 1,1865. Dann ist er durchmarschiert bis zur 1,1882. Hat dann hier eine SKS gebaut, eine kleine, die wir gestern damit auch gehandelt haben. Dann konnte ich, hatte ich leider ein Kommunikationsproblem.
die Ankündigung von diesem Short, das, so wie es manchmal ist, wenn der Wurm einmal drin ist, dann ist er drin. Die Ankündigung dafür ist in der Entwurfsspalte hängen geblieben und danach wurde diese SKS aufgelöst. Das schauen wir uns aber gleich an. Unser Ziel gestern Nachmittag war dann unten die 1,1839 und wir haben um da 1,1839 und das Low war 1,1841. Das hat ebenfalls nicht so ganz geklappt. Dann kam er zurückgeschossen und wir haben dann hier in diesem Bereich wieder geschortet. Hier, glaube ich. Ihr könnt mich gerne verbessern, aber hier genau, hier an der 55, als er hier hochgelaufen ist, an die 55, haben wir uns den nächsten Short gegriffen und wollten auch hier an der 39 unten wieder raus. Die Nummer hat ebenfalls nicht so funktioniert, wie sie funktionieren sollte. Auch hier waren wir im Low bei 42. Ich weiß nicht, was ihr mit der Position nachher gemacht habt, nach dem Webinar, weil wie es euch gegangen ist, könnt ihr gerne mal hier reinschreiben, wer diese Idee ebenfalls hatte oder die Idee mitgehandelt hat hier. Dann hätte ich gerne mal eure Ergebnisse. Beachtenswert ist, dass wir hier nach oben hin noch die Marken 1,1882 hatten, die durchschossen wurde, hat hier das hochgebildet, hier eine schöne Umkehrformation gebaut. Und als maximales Level für gestern hatten wir die 1,1910. Jetzt gucken wir uns den Verlauf an. Das war die 1,1910, war unser Zielbereich von gestern. Wir haben hier die 1,1882 und die 1,1910 hier als maximale Level. Und die 1,1910 hat er sich dann gestern Nacht hier perfekt gegriffen. Fast perfekt. Demnach schauen wir uns einen Plan für heute an. So mächtig gewaltig, Egon. Wie immer machen wir uns einen Plan. Dazu sollten wir vorher mal einen Blick in die höheren Zeiteinheiten werfen. Und dazu würde ich jetzt zum Beispiel ganz gerne die Stunde benutzen. Ich weiß, viele Leute meckern hier mit mir, weil ich ganz gerne shorte. Wenn ich mir solche Geschichten anschaue hier, da, dann sehe ich, dass wir hier an der 1,19 bis zur 1,1920 einen nicht unerheblichen Widerstandsbereich haben. Komm. So. Ich mache heute mal die Kästchen. Die mache ich hier mal passend zu meinem Hemd, ne? Ihr Knaller. Echt. Könnt ruhig mal berücksichtigen, dass auch ich ein bisschen sensibel bin, ne? Nicht nur ein bisschen. So. Hier haben wir einen extremen Widerstandsbereich. Was erkennen wir an diesem Widerstandsbereich? Was fällt euch sofort auf? Carsten, wenn ich deine Rechtschreibung so sehe, hast du wahrscheinlich Tränen in den Augen von meinem schicken Hemd.
Und wahrscheinlich ist deswegen die Brille beschlagen. Richtig, wir haben immer wieder in dieser ganzen Kiste immer wieder lange Dochte. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lange Dochte im 4-Stunden-Chart. Das heißt, wir haben hier immer wieder einen auf die Mütze gekriegt. Ich habe die Kiste jetzt nur bis zu diesem Abverkauf hier, bis zu diesem extremen Abverkauf letzte Woche, dieses Eröffnungs- und Schlusskurse hier genommen. Immer wieder lange Dochte. Das heißt, hier gibt es immer wieder einen auf die Mütze. Und das High haben wir bei 1,1909. Jetzt schauen wir uns dieses Spiel mal an. Das High 1,1909 und das zweite Hoch hier haben wir 1,1920. Ich runde mal auf 1,1920, das ist 1,1907. Das heißt, wir bewegen uns hier in einem 20-Punkte-Bereich, der immer wieder ein nach unten geschickt hat. Wie gehe ich insgesamt damit um? Wir wollen uns ja wir wollen uns ja hier Chancen ausrechnen. Welche Chancen sind größer, dass er nach oben geht oder dass er nach unten geht? So, und dazu gehen wir jetzt mal in den D1 und da sehen wir selbst hier, irgendwie hakt es hier fürchterlich. Und wir bewegen uns immer noch in diesem Range-Bereich hier. Da bis da ungefähr. Aber wir wollen dahin. Das ist ein Ausbruchslevel und da ist das zweite Ausbruchslevel. Und wir wollen diese ganze Bewegung mitnehmen. Dahin. Das heißt, wir warten normal irgendwie auf die Geschichte nach unten, dass wir eine zweite Welle nach unten kriegen. Ich nehme den Fibo hier jetzt mal raus. Das Abstrakte hier dran ist, wir haben dieses Tief bei 1,1614. Ich glaube, ihr solltet euch mal einen Zettel und einen Stift nehmen und ein bisschen was mitschreiben, wenn ihr was lernen wollt. Wir haben dieses Tief bei 1,1614 und dieses Tief bei 1,1612. Da, genau an dieser Linie. Das heißt, das hier ist die komplette Aufwärtsbewegung und das hier ist Welle A. Das ist die Korrekturwelle. Ich male dafür ein Kästchen. Das ist die erste Welle. Wir wollen, möchten, brauchen in der Regel zwei Korrekturwellen. Und jetzt haben wir das Phänomen, was ich auf der WOT im Live-Handel schon mal erklärt habe. Jetzt haben wir das Phänomen. Was ist die Bedingung an die zweite Welle? Wie lauten die Bedingungen bei solchen Korrekturwellen? Wer weiß es? Schülertool kann ich reinziehen. Gute Idee, René. Für die, die es nicht kennen,
Ja. Müsst ihr mal gucken, ob ihr jetzt was seht. Die das Schülertool haben. So, jetzt müsstet ihr mal gucken, ob das Schülertool funktioniert bei euch. Die Linien, okay, ich nehme die Kästchen noch mal raus hier und mache sie noch mal neu für die, die das Schüler-Lehrer-Tool haben, für die, die nicht wissen, was das ist. Ein sehr netter Mensch aus unserer Gruppe, Thomas, hat uns ein Schüler-Lehrer-Tool programmiert, mit dem wir, wenn ihr dieses installiert habt, hier unten, so wie ich hier das als Lehrer-Tool habe, habt ihr das Schüler-Tool, könnt das Schüler-Tool dort reinziehen, ist übrigens Bestandteil unseres Börsenlift-Paketes. Und wenn ihr das reinzieht und richtig installiert und hier unten steht verbunden, Aufzeichnung an, dann werden diese Zeichnungen, die ich hier jetzt mache, bei euch auf dem Schirm angezeigt und ihr spart euch dieses ganze Theater mit dem Screenshot. So, und da haben wir jetzt das erste und das zweite sollte dann ab da abgetragen werden. Wir waren bei der Frage, Punkt A müsst ihr jetzt mal sagen, ob ihr es seht. Geht nur auf dem MT4. So, Schülertool funktioniert bei Manfred, bei René und so weiter. Wahrscheinlich bloß bei Lutz nicht. Sehr schön. Hier kommen überall die gleichen Antworten. A gleich C sollte. Sehr schön. Also bei unseren Schülern funktioniert es. A gleich C sollte heißen, wir sollen hier bis hier runter, bis in diesen Bereich. Das wäre das Ziel, was wir haben wollen. Das wäre die 1,1520. Und da wollen wir ja eigentlich auch hin. Das passt damit. Und jetzt haben wir genau einen Haken dabei, der da wäre. Andreas hat ihn schon erkannt. Andreas, ich hoffe, du hast die neueste Version installiert. Zu wenig Zeit würde ich nicht sagen. Das sind ja bloß noch, ich sag mal, 350 Punkte. Und wir haben noch ungefähr Zeit bis nächste Woche. Also wir haben noch 4, 5 Tage Zeit. Die Zeit ist nicht das Problem. Wir haben es ja auch hier in 1, guckt euch das hier mal an, wir haben das ja in 1, 2, 3, 4, 5 Tagen auch hochgeschafft. Und wir hätten ja noch an Handelstagen, hätten wir ja auch noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir hätten noch 7 Handelstage. Also das ist machbar. Genau, zwei Sachen. Die eine hat der René gesehen und das andere hat Andreas sehr gut erkannt. Es gibt zwei Bedingungen bei A gleich C. C sollte länger sein als A und hat die Definition erfüllt, wenn sie einen Punkt unter A ist. ASR hat da sehr schön zugehört. Ich habe das schon mal erklärt vor einer Weile.
Und da haben wir hier dieses Tief und wir haben hier schon mal da drunter geguckt mit einem Low bei 1,1602. Das heißt, es sind 10 Punkte unter diesem Tief gewesen. Und 10 Punkte darunter würde schon die Definition erfüllen, A gleich C. Und dann wäre nämlich C in diesem Fall da gestartet. Da hat er diesen Punkt erfüllt und dann ist das Zeitfenster rum. Das heißt, A gleich C kann eine wackelige Geschichte sein. Aber wir bewegen uns hier in diesem Widerstandsbereich und wenn wir in den höheren Zeitebenen gucken, wenn ich mich jetzt hier in diesem Bereich für Long oder Short entscheiden sollte, da hätte ich nur die Möglichkeit gehabt, hier in diesem Bereich hier zu longen. Hier jetzt zu longen, muss ich mit einem Stop arbeiten bei 1,1792. Wir reden bummelig von 100 Punkten im Daily. Gehen wir mal in den 4-Stunden-Chart. Im 4-Stunden-Chart muss ich mit einem Stop arbeiten von 100 Punkten. Gehen wir mal in den H1. Alles reine Markttechnik. Wenn ich long gehe, muss ich mit einem Stop arbeiten bei 1,1840, 50 Punkte. Im 30 Minuten gleiches Spiel, 30 Minuten, wenn ich feinfühlig bin, habe ich sogar einen Trendbruch, habe hier eine Umkehrformation. Im H1 habe ich hier ein bärisches Engulfing. Und je weiter ich runtergehe, desto enger wird zwar die Stop-Möglichkeit, aber auch hier habe ich Schlusskurse, je kleiner ich komme, habe ich einen Trendbruch. Jetzt nehmen wir uns diese ganze Kiste mal, diese Aufwärtsbewegung. Ich denke heute einfach mal laut. Also wenn das okay ist. Nicht, dass ich euch auf den Keks gehe damit irgendwie und ihr sagt, Mensch, du drückst endlich mal auf den Knopf, ich will hier handeln, ich will hier Pipse machen, ne? Wenn das euer Ansinnen ist, dann müsst ihr es mir sagen, dann suche ich mir jetzt irgendwas und drücke auf den Knopf. Okay, so. Scheint ja egal zu sein. Nehmen wir diese Aufwärtsbewegung. Diese Aufwärtsbewegung darf bis zur 1,1865 auf jeden Fall auskorrigiert werden. Diese Geschichte bis dahin. Wir dürfen bis dahin laufen. 1,1867, 1,1865. Bis dahin dürfen wir auf jeden Fall diese Aufwärtsbewegung auskorrigieren. Und jetzt ziehen wir uns die Rückschlüsse für heute. Und das heißt, in diesem Fall, wir dürfen hier oben mal wieder, ich könnte wetten, unser Lutz, der ist schon long. Ich habe gedacht, er lässt mich noch ein bisschen warten oder kommt noch mal runter. Daraus ergibt sich der Plan für heute. Dort hoch. Wenn wir diesen Szenarien vertrauen, das müssen wir natürlich, dort hoch und dann da runter. Aufpassen. Die 56 muss nicht zwingend funktionieren. Wir haben hier bei der 65 haben wir einen eine Marke, die nicht zu unterschätzen ist. Ich gehe jetzt einfach mal von der jetzigen Situation aus. Von der jetzigen Situation. Und wenn wir uns die Zeitebenen von oben nach unten anschauen, uns von oben nach unten durchblättern, bin ich vom CRV, vom Risiko, von der Chance her besser bedient, von oben nach unten zu handeln, als von unten nach oben.
Ich komme hier einfach nicht so gut in den Markt. Ich muss irgendwo mit meinem Stop bei 50 unten oder unter der 50 arbeiten. Wir haben aus der letzten Aufwärtsbewegung sogar die 61,8 an der 54. Das heißt, in diesem Bereich muss ich meinen Stop platzieren und egal wo ich starte, ich muss mit diesen Stops arbeiten. Es sei denn, ich habe Euro Pro, ich habe Euro Pro 3 hier drin, sehe diese Zielbereiche und mache hier am frühen Morgen einfach mal den Lutz. So, nehmen wir alles raus. Ups, da wollen wir hin. Mache am frühen Morgen hier den Lutz und sage, hier unten habe ich einen Zielbereich. Hier habe ich eine schöne Umkehrformation, schönes Ding. Und sage, okay, ich longe das Ding. Wir haben gestern ein Webinar. Unsere Webinare sind ja im Moment bis morgen ja kostenlos und öffentlich für alle. Wir haben erklärt, wenn wir einen Zielbereich bei der 1.1910 haben, dann gehört die Short Limit auf die 1.1908. Wenn wir hier unten an der 1.1889 oder 1.1890 long gehen wollen, gehört die Long Limit auf die 1.1892, zwei Punkte tiefer. Dieses Low ist bei der 1.1899, das heißt, wer hier in diesem Bereich mit den Limits arbeitet, so wie wir es machen, weiß, ich habe es auch nicht getan, ich muss euch ja voll sabbeln hier. Ich kann ja die ganze Rederei kann ich ja nicht an Florian geben, dann würde er ja wahnsinnig, der kann die Jung, die Nachkriegsjugend hier, die kann man ja nicht so verschüchtern, ne? Ja, genau. Wer diese Zielbereiche in der Form handelt, so wie wir es gestern auch gemacht haben, dort 1.1891, 12 Punkte hoch, der muss bis zur 13 und bei der 13 sind wir inzwischen, hallo, nicht 13, bei der 03 sind wir schon gewesen. Ich für meinen Teil würde jetzt abwarten, bis er jetzt hier hochläuft, hier oben drüber noch kurz die Stops holt. Das heißt, ich rechne mit einem Hoch bei 1.1912 circa. Hoch 1.1912. Dort Ausschau halten nach Short. Das ist mein Ansatz. Ich mache die Schrift mal kleiner. Gestern haben sie sich beschwert. Gestern habe ich sie in Lutz-Size gebracht, damit man sie auch erkennt. Und dann haben sie wieder beschwert, ist viel zu groß. Das nächste Mal schreibe ich wieder klein, dann ist wieder viel zu klein. So. Bei der ganzen Geschichte dürfen wir nicht vergessen, dass diese Marken hier, die hier, bei der Stopsetzung berücksichtigt werden müssen, wenn man diese Geschichte mittelfristig handeln will. Zack. Wir haben uns gerade hier die ganze Geschichte im 4-Stunden- und so angeschaut und dann sehen wir, na, macht er nicht, warum nicht? So. Und dann sehen wir, dass hier dieses High auch bei der 19 war. Das heißt, wenn er jetzt da hochspiken sollte und unsere Ziele hier oben abarbeitet, dann arbeitet er hier oben alles an Stops ab, was da irgendwo im Markt noch liegt. Umkehrschluss ist, wenn man solche Geschichte jetzt macht und sagt, okay, ich will auf jeden Fall nach unten, dann fängt man an, hier oben mit Limit Pullback sich in den Markt zu holen bei 1.1910, 1.1912.
Wir können hier mit sehr engen Stops arbeiten für die Strecke, die wir haben. Ich geh mal nur mein Leergut tauschen, ne? Ja, genau. Danke. Ne, hier für meine Stammkritiker, ne? Jetzt habe ich auch die passende Tasse zum Hemd, ne? Damit es auch schön aussieht, ne? Das ist immer, wenn ihr mich ärgert, gehe ich ins therapeutische Töpfern. Dann gehe ich raus in die Werkstatt, therapeutisches Töpfern. Das spart mir eine Menge Therapiestunden. Immer wenn ihr mich ärgern tut, ne? Wenn wir hier hochlaufen an die 1.19.18, an die 1.19.22, haben wir auch alle höheren Zeiteinheiten hier mit abgefackelt und die Hochs hier oben rausgenommen. Das heißt nicht, dass es funktionieren muss. Das heißt nur, dass die Wahrscheinlichkeiten da sind und die Wahrscheinlichkeiten Punkt A sehr hoch sind, dass der Kurs dort hochläuft und dass er dort oben erstmal auf jeden Fall einen auf die Mütze kriegt. Denn die Jungs, die long sind, so wie unser Lutz hier, gehe ich mal davon aus, sein Ziel, der hat gerade geschrieben, sein Ziel ist 1.19.22. Da haben wir wieder den Beweis, wenn so eine wie Lutz sagt, 1.19.22 werde ich meine Position glattstellen. Wenn er long ist, und damit ist er nicht allein, es sind ja einige, die das genauso machen, wenn er jetzt long ist und diese Position glattstellt, was macht er in dem Augenblick? Was ist das für eine Order, wenn er seine Long-Position schließt? Das war so klar. Es war so klar. Ich frage, was ist das dann für eine Order? Und dann kommt drehen. Ja, logisch. Das werden wir mal in die. Ich muss mit Thomas mal reden, ob er uns eine Brummkreisel-Order vielleicht programmiert. Das wäre doch mal was, oder? Muss ich mir gleich aufschreiben, dass wir den Brummkreisel ja nicht vergessen. Wenn ich eine Long-Position schließe, was ist das für eine Order? Der Heinz weiß es wenigstens. Limit Pullback Reverse. Ihr denkt viel zu kompliziert. Das ist keine Reverse Order. Eine Reverse Order ist, wenn ich die Position drehe, dann ist eine Reverse Order. Wenn ich eine Long-Position schließe, dann ist das nichts weiter als eine Short Order. Ich habe gekauft, wenn ich die schließe, ist es ganz einfach, wenn ich die schließe, verkaufe ich nichts weiter. Das heißt, wenn das Ansinnen einiger Händler ist, hier oben in diesem Bereich ihre Long-Position zu schließen, weiß ich, dort oben sammeln sich Short-Order. Also dort oben sind Shorties unterwegs. Und wenn dort oben Shorties unterwegs sind, war auch die, die ihre Long-Position zumachen, sind ja Shorties. Das sind keine Reversals. Das ist vielleicht unser Carsten, der trägt nämlich nicht nur so ein Hemd, der trägt nämlich auch so eine Jackett mit Revers. Ne? Aber sich über mein Hemd aufregen. Ne? Wenn er morgens auf Arbeit rumrennt, kommen seine Leute und bringen ihm Frühstück. Lorifutter oder Arafutter. Sich aber über mein Hemd aufregen. Ja, Kakadu ohne Kamm. Aber optisch passt es. Ne? Also, wenn ich weiß, dass hier oben ein paar Longis ihre Nummer glattstellen, dann sind das Short Order. Wenn ich weiß, dass hier oben Short Order sind, dann warte ich, bis er da hochläuft, bis ich sehe, dass die anfangen glatt zu stellen. Das erkennt man auch an solchen Formationen hier, an so einer Formation oder sowas hier. Aber da oben lauert noch ein bisschen was. Die meisten Fehler, die gemacht werden, dass viele hier jetzt auf den Knopf drücken und sagen, oh, der kommt ja gar nicht bis da hoch, die fangen ja schon hier an zu shorten. So, jetzt fangen sie hier an zu shorten, legen ihre Stops da oben drüber und dann geht es dann jetzt um 8:30 oder um 9, je nachdem, wenn eine neue Zeiteinheit kommt, gibt es einen neuen Spike, der geht da einmal hoch,
räumt genau diese Order da oben ab, schmeißt euch dann raus, die hier schon geschortet haben, 12 Punkte erstmal auf die Nase oder 14 Punkte auf die Nase, dann sagt man, oh Scheiße, jetzt gucke ich mir erstmal an, was der Kurs da macht. Spike da hoch, dreht um, fällt nach unten durch und dann rennt man dann als hinkender Papagei hinterher, ohne mit dabei zu sein. Ne? Dann sitzt man eben im falschen Bus. Okay, aus diesem Grund warten ich jedenfalls, bis wir hier hochkommen, in diesem Bereich, aus dieser Logik heraus, die ich mir in meinem Friesenhirn hier irgendwie zusammengepoolt habe, aus dieser Logik heraus würde ich in diesem Bereich da oben Short Order bevorzugen. Alternative ist, wenn wir einen Trendwechsel haben, dann haben wir noch unser Euro Pro Setup und dieses Euro Pro Setup greift aber erst so wie hier, wenn wir hier in diesem Bereich hätte es gegriffen, wenn wir unterhalb von unserer Wolke sind. Solange wir oberhalb sind, macht das jetzt keinen Sinn, weil es dauert nicht mehr lange, dann wird diese Wolke blau und dann ist sie auch auf Long gebürstet. Das heißt, hier dann shorten erst wieder, wenn die Wolke rot ist und wenn die Kurse sich unterhalb der Wolke bewegen. Und dann suchen wir uns die Trendbewegung im M5, hier im 5-Minuten-Chart und wechseln dann in den 1-Minuten-Chart. Machen wir das doch mal. Da. Und wechseln dann in den 1-Minuten-Chart, um unser Setup vollständig zu handeln. Und auch hier ist im Moment, oh, hier haben wir 2 Wolken drin. Thomas. Thomas, machst du bitte mal einen Screenshot? Ich dachte schon, meine Frau hat mir irgendwas in Kaffee getan. Ich dachte mir, ich lebe auf Wolke 7, aber das ist ja Wolke 7 bis Wolke 11. Richtig, genau, innerhalb von diesem Bereich kein Euro Pro. Zwischen der 10 und zwischen der 90, zwischen diesen 20 Punkten kein Euro Pro. Nur dann, gut, dass du mich drauf ansprichst, Fischkopf. Nicht gleich wieder denken, was ist das für ein Knaller? Ich glaube, ich darf ihn Fischkopf nennen. Das Dreieck im D1. Ich kriege hier gerade einen Hinweis. Schau dir mal das Dreieck im Daily an. Gucke mal da die ganzen Linien drin. Die schmeiße ich jetzt mal raus. So. Du meinst das hier wahrscheinlich. So, machen wir doch. Wir machen hier die Webinare, um auch auf Fragen einzugehen. So, und hier können wir eine gerade Linie hinpacken. Zack, und dann hätten wir diese Nummer. Danke für den Hinweis, Ulrich. Kam der von dir oder von deiner Tochter? Lutz, dann wäre ich dir dankbar, wenn du mir den Screenshot nachher schickst, dann kann ich den für den Tagesausblick verwenden. Solche Dreiecke, wenn die hier entstehen, die sollten in der Regel im ersten Drittel aufgelöst werden. Alles, was danach kommt oder auf jeden Fall in der ersten Hälfte, also hier in diesem Bereich. Wir haben hier 2 Möglichkeiten, diese Geschichte zu interpretieren. Aus diesem Dreieck raus nur dann, wenn wir einen Schlusskurs heute Abend über der 1,19 haben. Dann können wir weiter nach oben ziehen. Im Moment, auch hier sind wir genau an der schrägen Linie und auch hier bevorzuge ich die Kurse nach unten, um nach unten durchzuziehen.
das hier, sagen wir, nach so einer fast Fahnenstange, die hier durchgezogen ist, von der 106 bis da hoch. Wie nennt man so eine Formation? Wer im Seminar war, müsste es wissen. Ich erwähne sie in fast jedem. Ich erwähne sie in fast jedem Seminar. Die Lieblingsformation von meinem Junior. Mein Junior, der ist inzwischen schon so groß, der könnte sogar Florians Vater sein. Naja, nicht ganz, aber. Das glaube ich nicht. Das heißt, ich rein theoretisch Florians Opa. Opa. Ja. Ja, René, fast richtig. Das heißt nicht Schafherde, das heißt teuflische Schafsweide. Und die teuflische Schafsweide würde uns sogar viel tiefer bringen, weil die teuflische Schafsweide wird in der Regel, wenn so ein Dreieck sich ausbildet, dann so gehandelt, dass dieses Dreieck hier, aber der René hat aufgepasst hier im Seminar, mein lieber Mann, Respekt. Ein Schweizer, bei dem was hängen geblieben ist. So. Und eine teuflische Schafsweide wird in der Regel dann so aufgelöst. So. Und daraus wäre das dann das Ziel. Danke, Ulrich, für den Tipp. Und dann wären wir nämlich bei der 1,12 auf diesem alten Ausbruchslevel hier. Okay. Also. Nochmal, um wieder zurückzukommen in den 5 Minuten. Hier ist es nach wie vor so, dass ich die Short-Positionen bevorzuge. So. Ich male die Linien mal neu ein für heute, damit ihr die auch habt, die ausschlaggebend sind. Und beantworte nebenbei die Frage, dass hier hat jemand gefragt, was ist Börsenlift? Dann schau bitte mal, oder Florian, kannst du das vielleicht mal unten reinschreiben, die Landingpage von uns, www.börsenlift.de. Nee, nicht www, ja. HTTPS. Ich schreibe es in den Chat. Börsenlift.de. Dort ist alles erklärt. Wir haben anlässlich der WOT online. Erstmal danke für euer zahlreiches Erscheinen. Wir sind ein paar Leute, die mir die Stange gehalten haben und dabei waren und zugehört haben, wie wir unsere Geschichte Börse mal mit Skilaufen verglichen haben. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat es auch ein bisschen gefallen. Wenn nicht, sagt es mir, dann mache ich nächstes Jahr was anderes. In der Nase bohren zum Beispiel. Oder hier im Büro einfach machen, dass Luft stinkt oder so. Geht ja auch mal. So. Und damit nochmal das gleiche Spiel, um die Zeichnung wieder zu vervollständigen. Da hoch und von dort oben nach unten, um das Tagesziel zu holen. Ich warte darauf, dass ich hier oben über der 1,1910 geholt werde. Eingetragen haben wir hier 1,1912. 1,1912 für Shorts anschauen. Da haben wir es. So. Und diese Marken hier, haben wir gesagt, müssen wir für die Stops berücksichtigen. Die Wahrscheinlichkeit, dass er bis dort hoch läuft, war bis jetzt nicht schlecht. Aber jetzt, wo Lutz noch 3 Mikrolots gelongt hat und die da oben glatt stellen will, ist die Wahrscheinlichkeit noch größer geworden. Jetzt zieht das Ding bestimmt. Und ich kenne Lutz, wenn er jetzt nochmal ein Mikrolot nachlegt, dann bam, knallt er nach oben durch. Okay. Damit haben wir diese Nummer. Verstanden, warum, wieso, weswegen ich so denke?
und mir eher diese Richtung hole und nicht die andere, nicht auf den Longzug aufspringe, so wie alle anderen auch, sondern lieber dagegen handle, kam das einigermaßen verständlich rüber. Okay, deswegen stelle ich mich manchmal gegen den Markt. Sicher kriege ich dann mal mit ab und zu mal eine auf die Mütze, aber oft gelingt es auch, dass wir keinen auf die Mütze kriegen. So, schauen wir uns den Jungen hier mal an. Der hat uns ja nur gestern wirklich genug geärgert hier. Und wir haben, sind schon in 5 Minuten. Und wir haben gestern hier bei der 1392 das erste Mal einen an die Backen gekriegt. Und danach gestern Abend, ich habe gestern über Nacht noch geschortet. Und auch diese Nummer wurde hier mit diesem Spike, haargenau mit diesem Spike, gerade so abgefischt und abgeholt. Wenn ich mir das hier angucke, ist das hier jetzt der einzige Schub, den er jetzt gerade hier kriegt. Da, das ist die einzige Nummer, die er hier gerade kriegt. Und hier müssen wir abwarten bis 9 Uhr, was um 9 Uhr hier passiert. Alles, was hier passiert ist, ist nicht in Frankfurt passiert. So, 15. 16, 17, 18, da. Alles das hier ist außerhalb von Frankfurt passiert. So, dazu gehen wir mal in den 30 Minuten, da sieht man es dann noch besser. Das hier war der Schlusskurs. So, das hier ist jetzt außerhalb passiert. Und jetzt müssen wir schauen, wie entscheiden die Händler sich um 9 Uhr. Hier war das absolute Hoch und hier war das Ausbruchslevel von gestern. Da hat er gestern ja lange genug rumgeturnt. Da, das Ding hat ja lange genug gehalten. 13,272 immer wieder und dann ist er gestern späten Nachmittag dann da durch und genau diese Marke hat er jetzt von oben auch bestätigt. Jetzt müssen wir sehen, bleibt diese Marke wirklich als Schutz nach unten bestehen oder wird sie kaputt gemacht? Und da würde ich ganz gerne, deswegen wage ich mir jetzt überhaupt nichts dazu zu sagen, diese Geschichte würde ich gerne abwarten, wie sich die Händler um 9 Uhr entscheiden. Wir dürfen nicht vergessen, morgen ist Thanksgiving. Da wird also nicht allzu viel passieren. Wenn ich diese ganze Bewegung sehe, ist die sehr schwach auskorrigiert worden hier. Nur bis zur 38,2. Wenn ich nur diese Bewegung hier nehme, ist sie unsauber auskorrigiert, hat weder an der 50 noch an der 61,8, sondern genau dazwischen gedreht. Auch hier gleiches Spiel. Selbst wenn wir diese ganze Geschichte nach oben nehmen, dann haben wir hier die erste Korrekturwelle. Und wenn wir diese Welle nochmal duplizieren wollen, sollen, da, und wir wenigstens bis da runter wollen, hier bis zur 61,8 ungefähr, dann kann er jetzt nochmal da hochlaufen bis in diesen Bereich, um dann in der zweiten Welle nach unten zu korrigieren. Auch hier kaufen würde ich nicht, bevor wir nicht hier drunter ein zweites Standbein haben, ein zweites Tief haben. Auch hier brauchen wir die zweite Welle nach unten, so wie ich es im Euro gerade erklärt habe. Auch hier brauche ich den zweiten Schub nach unten, dass er hier nach unten einmal kurz durchloopt
und dann eventuell dreht. Das werden wir um 9 Uhr sehen. Wir zusammen natürlich nicht, weil ich bin hier gleich weg. Aber das werden wir gegen 9 Uhr sehen, ob er hier runter spiket und dann wieder hochläuft. Eher würde ich mir auch hier weder eine Long noch eine Short-Position holen. So, wir erreichen gerade 1.19.10, teilt man mir hier mit. Da gucke. Und hier, gucke mal, in diesem Bereich. Ich muss nur sehen, dass ich bin jetzt hier ohne Apostroph. Ich kann ohne Apostroph nicht handeln. Ich darf ohne Apostroph nicht handeln. Irgendwie Trendschule für Stifte. Komm, mach schnell. Einmal hier und sorry, ich platziere die erst auf meinem Konto. Und dann hier, bis das fertig ist. Okay. Ich habe jetzt eine Limit Pullback platziert mit 2 Punkten Rücklauf und werde hier die Position Market eröffnen, wenn sie auf meinem Konto greift. Und irgendwas pimmelt hier immer. So, wir haben gesagt, wir wollen über die 10 wollen wir hinaus und wollen dann in diesem Bereich hier oben an der 12 shorten. So. Meine nehmen die raus. Hier liegt jetzt meine Short Stop. Zack, nicht da bei der 10. Da liegt meine Short Stop auf meinem Konto. Zack, da hat er sie schon gegriffen. So, wir haben gesagt, wir müssen die bei den Stops die 1.19.22 berücksichtigen. Das sollten wir auch tun. Da. Und wir wollen aber auch hier runter bis an die 76. So. Und wir sind 13 Punkte im Risiko. Also nehmen wir die 13 Punkte auch, dass wir BE gehen, wenn diese wenn die Position 13 Punkte vorne ist, dann sind wir genau hier in diesem Bereich. Ich mache das mal ein bisschen größer. Schreibt hier die ganze Zeit einer was? Bimmelt das deswegen? Euro Pro funktioniert auch auf dem MT5. Das Schülertool funktioniert nicht auf dem MT5. Okay. Diese Position lasse ich jetzt automatisiert hier laufen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ballert er uns da oben raus mit den 13 Punkten. Okay, dann ist das so. Aber selbst dann würde ich immer noch ein bisschen nachschauen, ob ich da hat sich wieder irgendwas versteckt hier, würde ich immer noch schauen, ob das Setup Gültigkeit hat. Wenn er mich hier oben rausschmeißt, über der 22, dann sollte ich trotzdem sehen, da ist das Problem.
Okay, kriegen wir auch beseitigt. Selbst wenn er mich über der 22 dort oben mit meinem Stop rausschmeißt und dann eine Umkehrformation macht, würde ich trotzdem neue Shorts suchen. Okay, Entry hier 1, 19, 11. 4 Punkte vorne, die Jungs, die gestern ihre 8 Punkte nicht glattgestellt haben, gestern früh und einen Tagessieg von 8 Punkten haben, sollten darüber nachdenken, ob sie vielleicht heute anders handeln und vielleicht doch mal 8 Punkte mitnehmen. 6, 5, So, wenn wir hier durch diesen Bereich durch sind, dann haben wir es geschafft. Ich nehme mir ein paar Sachen raus, die jetzt hier nur, ne, hier brauchen wir jetzt nicht hingucken, da will ich jetzt gar nicht mehr drin rumfuschen. Wir bleiben hier. Da. 1, 19, 12 haben wir gesagt. Anschauen zum Shorten und nicht zum Longen. Ich glaube, die Idee war nicht die schlechteste. Börsenlift.de nehme ich mir noch ganz kurz Bezug drauf. Oh, meine Zeit ist rum. Ich will ja hier Flo nicht vom Cappuccino abhalten. Ne? Alles gut. Börsenlift nehme ich noch ganz kurz Bezug drauf. Wir haben anlässlich der WOT und da, dass die Leute immer fragen, können wir nicht mal was probieren? Können wir nicht mal ein bisschen zugucken? Ja, könnt ihr. Morgen ist das letzte kostenlose Webinar dieses Jahr. Wir haben den ganzen November kostenlos für euch gemacht. Ihr konntet uns über die Schulter schauen. Ihr werdet am Wochenende eine Mail kriegen, wo wir denen, die jetzt kostenlos dabei waren, ein Angebot machen werden, dass ihr den Dezember für kleines Geld vielleicht noch dabei sein könnt. Unsere Paternoster sind ja sowieso immer dabei. Und wer wirklich mal mit EuroPro Schüler-Lehrer-Tool, mit unserer Community ein Vierteljahr arbeiten möchte, der kann auf HTTPS Börsenlift gehen. Da HTTPS Doppelpunkt slash Börsenlift.de. Zack, an alle, da habt ihr es. Kann einfach mal da drauf gehen, dann könnt ihr für kleines Geld eine Testversion bis 31.3., die Webinare bis 31.3. und unsere Community bis 31.3. testen. Und wer noch nicht so weiß, wohin hier an der Börse, ist er da richtig oder ist er da falsch, der kann sich gerne dann einen Telefontermin holen und dann reden wir beide einfach mal darüber, ob Börse was für dich ist oder nicht. Der Vortrag hieß ja nicht umsonst, Börse und ich, passt das oder passt das nicht? In diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt. Wir sind ja morgen früh wieder da. Ich weiß nicht, Florian, bist du da oder ist Nelson da? Ist überhaupt einer da? Bin ich morgen früh wieder ganz alleine? Nee. Morgen früh macht der Nelson. Okay. Dann sehen wir uns morgen früh dann hier in der vertrauten Runde wieder. Unsere Gruppe dann trifft sich heute Nachmittag nochmal zu den Webinaren zur Auswertung aus den Setups von heute früh. Dann schauen wir nicht mal, was aus diesen Setups hier heute früh geworden ist. Ne? In dem Sinne werde ich mich jetzt verabschieden. Sage euch jetzt mal einen schönen Tag. Wir werden schon mal anfangen zu packen. Wir gehen heute Abend oder morgen früh auf Wohnmobiltour. Wenigstens die Enkelkinder noch mal sehen vor Weihnachten. Und wir machen das Webinar morgen früh von unterwegs. Ne? In dem Sinne euch jetzt erstmal einen schönen Tag. Tschüss, tschüss. Moin, moin. Und ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Sag mal, wenn es euch gefallen hat, sagt es weiter. Wenn es scheiße war, dann sagt es mir. In dem Sinne, tschüss, tschüss. Moin, moin. Euer Thorsten. Jo, Thorsten, hau rein. Bis moin dann an der Stelle. Auch von mir und im Namen von FX Flat vielen Dank an die Teilnehmer, dass Sie heute wieder so zahlreich erschienen sind. Und passen Sie auf Ihre Trades auf. Und ich würde sagen, wir hören uns morgen wieder. Ciao, ciao.